Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag hat heute als 9. Parlament der Gemeinschaft mit deutlicher Mehrheit dem Vertrag von Maastricht über die Europäische Politische Union zugestimmt. Nach einer 7-stündigen Schlussdebatte verabschiedeten die Abgeordneten zusammen mit dem Vertragsgesetz die dazu notwendigen Verfassungsänderungen mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Zugleich sicherte sich der Bundestag in einer Entschließung ein Mitbestimmungsrecht über das Inkrafttreten der Währungsreform. Schon in der Debatte war deutlich geworden, dass die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten trotz zahlreicher Bedenken und Vorbehalte für das Vertragswerk stimmen würde. Von 568 Parlamentariern votierten 543 mit Ja, 17 waren dagegen und 8 enthielten sich der Stimme. Wieder einmal, so beschworen es viele, stehe der Deutsche Bundestag vor einer geschichtlichen Entscheidung, der Zustimmung zu den Europaverträgen von Maastricht. Doch die wahre Seelenlage der meisten Abgeordneten umrissen zwei einfache Sätze. Wir jubeln nicht zu Maastricht und zu den Grundgesetzänderungen, aber wir sind trotz allen Bedenken für Maastricht. Für Kanzler Helmut Kohl jedoch, den Motor hinter den Maastricht-Verträgen, war dies sein Tag. Selbstbewusst und der Zustimmung der Mehrheit sicher trat er ans Pult. Wir alle brauchen dieses Europa, alle in Europa. Aber für uns Deutsche ist Europa die Schicksalsfrage schlechthin. Wenn wir jetzt die Europäische Union nicht schaffen, versagen wir vor der Zukunft. Zu Vertragsänderungen oder zu Sonderregelungen sind wir nicht bereit. Ein Europa à la carte ist jedenfalls mit uns nicht zu machen. Dass auch die Opposition zustimmen werde, begründete ihr europapolitischer Sprecher. Es gibt immer eine Alternative und sie muss auch benannt werden. Sie muss benannt werden, weil sie rückwärtsgewandt ist, weil sie gefährlich ist und weil sie unhistorisch ist. Die Alternative zur europäischen Einigung heißt Auflösung und Zerfall, Rückkehr zum Egoismus der Nationalstaaten, Wiederkehr von Hegemoniebestrebungen und Achsenbildungen. Die Alternative, meine Damen und Herren, zum vereinten Europa ist das nicht vereinte Europa. Doch einige wenige gab es auch, die sich abseits der linken PDS offen zu ihrem Nein bekannten. Wer in der EG das Sagen hat, ist nicht vom Volk gewählt. Und wer vom Volk gewählt ist, hat in der Gemeinschaft nichts zu sagen. Ich sehe jedenfalls als Abgeordneter keine Möglichkeit für mich, die mir von den Wählern übertragenen Rechte und Pflichten auf Dritte abzugeben. Manche, wie der Kanzler, konnten die Endabstimmung kaum erwarten. Sie endete noch besser als gehofft. Über 95% der Abgeordneten entschieden sich für Maastricht und Europa. Das war unter der großen Europaflagge, die vor dem Bundestag wehte, ein deutliches Ja zu Europa. Aber auch eine Debatte, die keinem, der daran glaubt, das Herz warm machte. Eher wohl die Frage aufwarf, ob denn die Wähler, hätten sie wie in anderen Ländern auch die Chance, selbst abzustimmen, genauso entschieden hätten wie heute die Abgeordneten. Der Bundestag hat heute auch neue Regeln für die steuerliche Förderung von Investitionen in Ostdeutschland beschlossen. Kreditinstitute, Versicherungen, Handelsbetriebe und Energieversorger erhalten staatliche Investitionszulagen nur noch für Projekte, die in diesem Jahr begonnen werden. Besser gefördert werden dagegen künftig Betriebe des verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks, die mehrheitlich im Besitz ehemaliger DDR-Bürger sind. Sie erhalten von 1993 bis 1996 für Investitionen bis zu 1 Million Mark jährlich eine auf 20% erhöhte Zulage. Bundeskanzler Kohl erwägt eine befristete Beschäftigungsgarantie für Treuhandbetriebe. Im Kanzleramt in Bonn wurde am Nachmittag bestätigt, dass zurzeit ein entsprechendes Konzept erarbeitet wird. Die Überlegungen, so heißt es, gehen zurück auf ein Gespräch des Kanzlers mit den Vorsitzenden der größten Gewerkschaften vor 2 Wochen. Dabei hatte Kohl zugesagt, sich für den Erhalt der industriellen Kernbereiche in Ostdeutschland einzusetzen. Die Bundesbahn hat heute Einzelheiten der geplanten Fahrpreiserhöhung zum 1. Januar genannt. Danach sollen insbesondere die verschiedenen Spezialtarife teurer werden. Sparen kann nur einer. Bisher war es ein Privileg für die Bahnkunden. Mit Supersparpreisen und Bahncard wurden Reisende auf die Schiene gelockt. Jetzt schlägt die Bundesbahn zu, muss selbst sparen, besser noch, will mehr einnehmen.
Denn die Staatsunternehmen Bundes- und Reichsbahn schieben inzwischen ein Defizit von 60 Milliarden Mark vor sich her. Da erscheint die Erhöhung des Kilometerpreises um einen Pfennig noch ganz bescheiden. Doch der Teufel steckt im Detail. Im Nahverkehr zum Beispiel wird hingelangt. Die Monatskarten sollen weit über 10% teurer werden. Durchschnittlich wird im Berufsverkehr eine Teuerung von mehr als 5% und bei Schülerfahrkarten sogar von knapp 7% angestrebt. Das trifft 75% der Bahnbenutzer. Für ICE-Kunden hingegen ändert sich wenig, doch wer in diesen Zügen auf Spartarife setzt, wird sich auch umschauen. Der Supersparpreis von Kiel nach Berchtesgaden soll nach dem Vorschlag der Bundesbahn von 180 auf 220 Mark steigen, also über 20%. Bundesverkehrsminister Krause muss den Preisvorstellungen der Frankfurter Bahnmanager erst einmal zustimmen. Doch dass sich Widerstand regen könnte, ist nicht zu erwarten. Denn in Bonn herrscht die Meinung, dass Bundes- und Reichsbahn die Ertragslage aus eigener Kraft verbessern sollten. 160 Millionen Mark soll die Preiserhöhung einfahren. Nach mehr als 13-stündigen Verhandlungen haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber heute in Hamburg auf einen neuen Tarifvertrag für das westdeutsche Versicherungsgewerbe geeinigt. Danach sollen die rund 230.000 Beschäftigten rückwirkend vom 1. November an 4,2% mehr Gehalt bekommen. Die Tarifpartner verständigten sich außerdem darauf, den 3-jährigen gesetzlichen Erziehungsurlaub um ein halbes Jahr zu verlängern. Darüber hinaus sollen die vermögenswirksamen Leistungen zum 1. Juli 1993 erhöht werden. Im Zuge der Ermittlungen gegen den Rechtsextremisten Peters hat es offenbar Schwierigkeiten mit der Justiz gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck heute bestätigte, hatte sie sich bereits Tage vor den Möllner Brandanschlägen um einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen anderer Ausschreitungen bemüht. Der zuständige Richter habe jedoch gezögert. Der Kieler Justizminister Klingner verwies in diesem Zusammenhang auf die richterliche Unabhängigkeit. Die Brandanschläge von Mölln, bei denen am 23. November 3 Türkinnen ums Leben gekommen waren, sie hätten womöglich verhindert werden können. Denn einen der beiden Täter, Michael Peters, hatte die Lübecker Staatsanwaltschaft schon lange im Visier. Genau eine Woche vor dem Brandanschlag beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen Peters und 3 weitere Personen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung im Zusammenhang mit Überfällen auf Asylbewerberheime in Gudow und Prizier. Doch der zuständige Richter erließ keinen Haftbefehl, er forderte neue Beweise selbst noch am Tage des Anschlags von Mölln. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, gibt es jedenfalls eine justizielle Überprüfung nicht mehr. Natürlich muss sich das Gericht wie alle Staatsgewalt der öffentlichen Diskussion stellen und in der Fachöffentlichkeit nun auch sich mit Kritik auseinandersetzen. Auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. Am 24. November wurde Michael Peters vorläufig festgenommen. Er soll auch an einem weiteren Anschlag in Kollo beteiligt gewesen sein. Den Haftbefehl bekam die Lübecker Staatsanwaltschaft am 25. November von einem anderen Lübecker Richter, noch bevor die Generalbundesanwaltschaft den Fall übernommen hat. Am Sonntag gestand Peters die Tat. Er wurde von dem ebenfalls geständigen Lars Christiansen belastet. Heute Nachmittag wurde bekannt, dass Lars Christiansen in seiner Gefängniszelle einen Selbstmordversuch unternommen hat. Er ist jedoch außer Lebensgefahr. Auf dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau hat der russische Ministerpräsident Gaidar in einer kämpferischen Rede die Wirtschaftspolitik seiner Regierung verteidigt. Gaidars radikaler Reformkurs stößt auf den Widerstand konservativer und altkommunistischer Kräfte, die im Kongress in der Mehrzahl sind. Vizepräsident Rutskoy, einer der Wortführer der Opposition, warf der Regierung vor, sie habe versagt. Gerade mal 36 ist der Mann aber im politischen Kampf ein erfahrener Profi. Ministerpräsident Jegor Gaidar hat sich daran gewöhnt, dass er als Motor der Reformen, der wahrscheinlich meistgehasste Mann im Kongress ist, die Zielscheibe auch derer, die eigentlich Boris Jelzin meinen. Geschliffen ging Gaidar heute die Kritiker seiner Reformpolitik an, die als alternative sogenannte marktwirtschaftliche Rezepte anböten, bei denen, so Gaidar, sich Ludwig Erhard im Grabe umdrehen würde. Zwar räumte er Fehler seiner Regierung ein, etwa in der Geldpolitik, machte aber zugleich klar, dass ein Aufweichen der Reformen Russland in die dritte Welt versetzen würde. Wir sind, so Gaidar, nicht auf einem weiten Platz, wo man frei promenieren kann, sondern auf einem schmalen Grat, wo links und rechts der Absturz droht.
freundlicher Beifall seines Mentors Jelzin, demonstrative Langeweile bei der überwältigenden Mehrheit im Saal. Ob Gaida diesen Kongress überstehen wird, weiß man nicht. Aber eines weiß man jetzt genau, nämlich dass diese überwältigende Mehrheit der Volksdeputierten, die den Ministerpräsidenten so hemmungslos verteufelt, mit dem Volk offenbar wenig gemein hat. Eine repräsentative Umfrage, wer ist der ideale Regierungschef, ergab nämlich heute Platz 1 Jelzin, der Präsident, Platz 2 Rutskoy, der Vizepräsident und bereits Platz 3 weit vor allen anderen der Amtsinhaber Yegor Gaida. In Kambodscha haben Rebellen der Roten Khmer 6 Soldaten der UN-Friedenstruppe entführt. Ihnen wird Spionage für die Regierung in Phnom Penh vorgeworfen. Bei der Suche nach den Blauhelmen wurde wenige Zeit später ein UN-Hubschrauber beschossen und ein französischer Offizier verletzt. 5 weitere Soldaten wurden verwundet, als ihre Fahrzeuge auf Minen fuhren. Die Friedenstruppe soll dafür sorgen, dass in Kambodscha im nächsten Frühjahr demokratische Wahlen stattfinden können. Die amerikanische Raumfähre Discovery startete heute zu ihrer letzten militärischen Mission. Künftig will das Militär billigere, unbemannte Raketen verwenden. Die Fähre hat inzwischen die Umlaufbahn erreicht und wird einen Spionagesatelliten aussetzen, der nach Expertenaussagen Truppenansammlungen und militärische Anlagen überwachen kann. Die 5 Astronauten, die den Streitkräften angehören, testen auf dem 7-tägigen Flug unter anderem Radargeräte zur Bahnvermessung von Raumfahrtschrott. Kraftfahrer in den neuen Ländern unterliegen vom nächsten Jahr an nicht mehr dem strikten Alkoholverbot. Die 0,8-Promille-Grenze gilt laut Einigungsvertrag dann vorerst auch in Ostdeutschland. Ein Gruppenantrag, die Ende 92 auslaufende Übergangsregelung von 0,0-Promille im Osten und 0,8-Promille im Westen um ein Jahr zu verlängern, wurde von den Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und der FDP abgelehnt. Das Parlament kann nach Angaben des FDP-Verkehrsexperten Gries in diesem Monat auch nicht mehr über Anträge für eine einheitliche 0,5-Promille-Grenze entscheiden. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A. 12, 24, 28, 29, 36, 46. Die Zusatzzahl 41. Ziehung B. 5, 16, 32, 40, 43, 45, die Zusatzzahl 37. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 7, 0, 6, 2, 2, 5, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nach heftigen Regenfällen sind im Südwesten Großbritanniens durch schwere Stürme weite Landstriche überschwemmt worden. Mehr als 16 Flüsse führten Hochwasser und traten über die Ufer. Der Sturm, der Orkanstärke erreichte, peitschte das Wasser über das Land. Die Bahnstrecken nach London sind überflutet, auch viele Straßen wurden unpassierbar. Schwere Stürme wüteten auch in der Bretagne. Wie das Wetter bei uns wird, dazu die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Dezember. Über Mitteleuropa lockerte sich die Bewölkung heute kurzzeitig auf. Eine sich vom Ostatlantik her nähernde großflächige Wolkenspirale überquerte zügig Westeuropa und griff von Westen her auf Deutschland über. Das zugehörige Frontensystem eines zum Nordmeer ziehenden Tiefs überquert Deutschland ostwärts und führt mit einer kräftigen westlichen Strömung frische Meeresluft heran. Die Vorhersage für morgen. Im Osten und im Südosten zunächst bedeckt und regnerisch. Später hier, wie schon im übrigen Deutschland, Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Regen- oder Graupelschauern. Örtlich kurze Gewitter. Nachttemperatur um 12 Grad. Im Laufe des Tages Temperaturrückgang auf 6 bis 10 Grad. Nachts starker Wind mit schweren Sturmböen. Am Tage mäßiger bis frischer, zeitweise noch starkböiger Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten: am Freitag wechselnde, vielfach starke Bewölkung mit weiterem Niederschlag. Leichter Temperaturrückgang.